Hoppala. 110. Muss er loslassen. 200. Okay, Regen, jetzt bin ich geschwommen. Okay, der Wagen rutscht schon mehr. Und das merkt man schon nur beim bisschen Fahren. Der Bremsweg wird auch deutlich länger sein. Und rechts 6. Und links 3. 130. Rechts 4. Lang. Reicht schon mal vorne zu sein. Und links 6. Nicht schneiden. 150. Rechts 4. Lang. Innenhalten. Nicht schneiden. Ist es rutschiger. Rechts 5. Rechts halten. Überpumpe. 60. Scharf links. 60. Was winkt denn der da? 200. Wer steht denn da? Okay, der hat sein Auto geschrottet. Cool, kleines nettes Detail. Links 6. Gefällt mir jetzt schon auf jeden Fall. Rechts 4, lang, nicht schneiden. Und rechts 6, nicht schneiden. 250, 200 überwählen, 100. Vollgas, Vollgas, Vollgas. Kuppe 100, 200, mittig halten, Übersprung, Viehgitter 80. Was, Fliegengitter? Links 60. Alles klar, schon kapiert mit Fliegengitter, alter Schwede. Jetzt verstehe ich auch, warum mittig halten. Das hat jetzt auch seinen Grund gehabt. Nein! Oh, selbst mit Fahrfehler hätte ich das Ding noch fast gewinnen können. Alter. Tolle Fahrt. Ja, ganz tolle Fahrt. Ich meine, das war Fliegengitter. Hat der Fliegengitter gesagt? Hat der wirklich Fliegengitter gesagt? Alter Schwede, das muss ich mir noch mal in der Wiederholung angucken. Was war Fliegengitter? Alter. Ich will das Fliegengitter jetzt gerne sehen. Weil so schlecht war die Fahrt ja echt nicht. Da ist unser Beifahrer mal kurz gewesen. Wo ist jetzt das Fliegengitter? Hat er doch gesagt. Ja, der winkt da, genau, der winkt da ganz komisch. Den hätte ich fast mitgenommen. Da stand der eine. Ja, warte mal kurz. Alter! Da steht der daneben. Die beiden mit dem Marschall. Alter, was ist denn das für ein geiles Detail? Ey, das ist echt. Das ist ein geiles Spiel, gefällt mir jetzt schon. Was war das zum Schluss? Ja, das war echt, Alter. Kamera. Die beiden Tasten. Nee. Moment, ich mach mal kurz eine andere Kamera. Die Kamera ist dafür gut. Ah, Moment. Ja, ich war langsamer. Okay, man hat es aber zumindest gesehen, was da war. Okay. Danke für die Warnung. Platz 2. Aber immerhin, 18 Punkte. Das würde ja reichen. Okay, gibt es dieses Punkteprinzip 25, 18, 15 und so weiter. Saubere Wertungsprüfungen. Schade. Nicht geschafft. Die nächsten Prämien für mich. Und die nächste. Der Ruf steigt auf Level 5. Neuling! Ich bin ein Neuling. Furchtloses Fahren. Ja, weiter bitte. Ah, dieser Fahrfehler, woppala. Ah, der hätte nicht sein müssen. Aber selbst mit Fahrfehler war da echt noch viel drin. Beziehungsweise war alles drin. Und das war geil. Zumal ich nicht, wie ich das Gefühl hatte, ich musste am Limit fahren. Also da ist noch Luft nach oben. Jetzt kommt Nebel. Also wenn, dann arbeiten wir gleich alles ab. Zweimal schnellste Zwischenzeit, 4 Strafsekunden oder weniger und Effekt. Event ohne Fahrzeugbergungen, okay. Hat die Strecke jetzt. Alter, jetzt sind 60, okay. Jetzt sind wir so eben 60 Fahrzeuge mit am Start. Aber mit einer viele kleine Details. Verdienen wir uns einen besseren Ruf. Viele kleine Details, die gefallen mir richtig gut. Also auf jeden Fall jetzt schon mal eine kleine Kaufempfehlung. Alter. Kleine, nette Details. Los. 110 überwählen. Und man sieht ja gar nichts! Was ist das für ein Nebel? Links 4, lang, innenhalb. Ja, wo ist denn die 4? 150. Ich habe Angst! Links 4. Okay. Und
rechts 6 und links 5. Links 5, 60. Man sieht rechts. Nichts! In rechts 6, lang 250. Boah, man sieht nichts! Links 6, über echt 6. Nichts! Blindflug. Rechts 5, links 5, in offene Kehre, links 200. Ja, in offene Kehre! Schon gespürt. Rechts 4, lang, innerhalb 60. Rechts 5. Kreuz im Vorsprung aufgebaut. Rechts 4. Links 6. Und rechts 4. In Welle. Und links 6. Rechts 5. Und rechts 4. Kosten außen 60. Links 6. Nicht schneiden. Und links 4. Lang 80. Rechts 5. Rechts halten. Verkuppe 60. Scharf links 60. Kuppe 150. Komm hoch mit dir. Rechts 4, lang. Mach zu, innenhalb. Nicht schneiden. Und links 6, 150. Bis Ziel. Alles klar. Boah, 18. 18. Jawohl, aber ein erster, geil. So, bei Marshall halten wir an. Genau, runterkommen, Junge. Runterkommen. Perfekt. Super Ergebnis. Gut gemacht. Danke. Top-Ergebnis. Ja, damit sind wir eigentlich schon auf Platz 1. Aber ja, der Unterschied ist schon groß dann. Ja. Geringer Karosseriestand habe ich verursacht, alles klar. Ganz kleiner Schaden. Aber die sind sehr kurz, die kleinen, weil... Wir sind 4,33 Kilometer, aber die kommen mir sehr kurz vor. Oder man fährt halt nur sehr schnell. Mit den kleinen Wagen hier. Also, wieder zweites Event, zweiter Wertungslauf, 4,33 Kilometer, 15 Meter Höhe, leichter Schotter, Servicebereich und wir starten um 10.15 Uhr. Das bleibt gleich. Ach so, weil wir jetzt erst starten, wir jetzt erster direkt. Ja, okay, das macht dann Sinn. Da legen wir quasi doch vor. Das heißt, wir dürfen gar keine Zwischenzeit eigentlich so gesehen sehen. Ja, bitte übernehmen. Und dann bestätigen. Oh, so ein geiles Geräusch. Ein paar Schrauben anziehen. Passt das schon? Ja, theoretisch müsste ich ja vorne liegen. Ja, genau. Deswegen starte ich als Erster. Deswegen dürften wir jetzt eigentlich keine Dings sehen. Keine Zwischenzeiten. Die Recce war sehr erfolgreich. Sollte also ein gutes Rennen werden. Alles klar. Du bist ja optimistisch, ich auch. Bin grundsätzlich optimistisch. Mit dir als Beifahrer. 3, 2, 1, los. Rechts 4. Ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen zu früh losgelassen. Über Kuppe. Links 5. Andere Strecke, anderes Land. Rechts 6. Flücht. Und links 5. 40 durch Senke. Rechts 6. Über Kuppe. Nicht schneiden. Rechts 4. Lang. Nicht schneiden. Wenn ich alles und voll rechts nehmen 6, kann. Nicht schneiden. 80. Rechts 5. Rechts halten, über Kuppe 60, scharf links 60. Kuppe 60. Kommt bekannt links vor der 6. Abschnitt. Und links 4, lang 250. 200 über Wellen, 130. Führung heißt nichts. Offene Haarnadel, rechts. Ich höre offene Haarnadel. In rechts 5. Links 5. Ja, sehr. Rechts 4. Also geliehen. Sehr vorsichtig gefahren. Links 6. Nicht schneiden. Und links 4. Lang 200. Rechts 4. Lang innenhalb. Also 4 kann ich fast voll fahren mit dem. 110. Über Wellen. Links halten. Über Kuppe. 60. Rechts 5. Nicht schneiden. Und rechts 4. Nicht schneiden. 60. Rechts 6. Fahre übrigens ohne Force Feedback. In links 4. Und rechts 6. 80. Links 4. Und rechts 6. Und links 5. 150. 200. Über Wellen. 60. Ich wollte erst die Handbremse drücken.
Ja, da bin ich schon nur noch Zweiter. Rechts 6, nicht schneiden. Und wählen in links 4. Und rechts 6, 150. Offene Kehre, rechts, Pfosten aus 60. Rechts 6. Okay. Und links 5, 40 durch Senke. Ach, der Unterschied oben links rechts ist zur aktuell. Nicht schneiden. Also im links Vergleich 6, zum nicht kompletten. Schneiden. Und links 4, lang 80. Rechts 5, links halten, über Kuppe, vielleicht Sprung bis Ziel. Okay, fahr zum Marshall. Hab dich vor. Darf ich vorher noch vor Umwege nehmen? 14. fehlen am Ende. Reicht aber für den Gesamtsieg. Alter, da kannst du echt noch verhauen hier, oder was? Beim Marsch, wenn du da nicht rechtzeitig anhältst, oder was? Würde mich mal gerne interessieren. Wir haben das Rennen in den Top 5 der Autoklasse abgeschlossen. Das ist super. Der Autoklasse. Ja, stimmt, da gibt ja zwei Autoklassen hier. Eventergebnis ist gleich geblieben. Was ist der Zweiter? Ja, 14. Wo habe ich die liegen lassen? In. Alter! In der dritten Zwischenzeit! Alles klar. Da habe ich die meiste Zeit liegen gelassen. Finde ich gut, dass man das sehen kann. Bam! Sieg! Sieht alles nicht so schön mit der Siegerehrung hier. Alles abgeschlossen. Nice! So schnell verdient man sich hier die Credits. Teamabzüge. Wenn ich das erlese. Abzüge fürs Team. Ja. Erreicht. Nächster Ruf. 6. Außenseiter. Ich bin schon mal als Außenseiter degradiert worden. Geil. Ja. Sehr gut. Das ist ein Meilenstein in deiner Karriere. Du darfst jetzt am Land Rush teilnehmen und dich mit Buggies und Trucks auf die Strecke wagen. Okay. Zweiter insgesamt. Mit 43 Punkten. Punktgleich. Ja. Punktgleich. Warum reicht es da nicht für den Gesamtsieg? War mein Rückstand größer? Muss ja fast. Dann wären wir hier beim nächsten Mal. Alter Schwede. Okay, das werde ich auf jeden Fall mit euch hier durchzocken. Aber wenn ihr noch was anderes sehen wollt, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Bis dahin sag ich, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Dirt 4. Es macht richtig, richtig Bock. Hier machen wir dann nächstes Mal weiter beim National US Open Cup. Das wird geil und es bleibt geil. Tschüss.